Claudia Effenberg wurde als Spielerfrau berühmt. Erst an der Seite von Thomas Strunz, dann als Ehefrau von Stefan Effenberg. Und genau der machte sie jetzt zur Trainerfrau. Seit Mitte Oktober 2015 ist Stefan der Trainer des SC Paderborns. Verbringt jetzt einen Großteil seiner Zeit in der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Deshalb erscheint die 50-Jährige auch alleine bei der Weißwurstparty in Kitzbühel. Stefan ist in der Türkei, der ist noch im Trainingslager und kann leider heute nicht dabei sein. Ein Leben als Trainerfrau ist eben nicht einfach. Entbehrung ist wohl das größte Thema in der Beziehung. Ja, wir pendeln natürlich, also mehr pendel ich als Stefan. Paderborn, München, München, Paderborn. Aber das ist ja für mich kein Thema. Ich habe ja meine Stammkunden, die sich dann auch ja, bei mir vorher mit mir in Verbindung setzen. Ich habe mein Atelier, ich stehe da eigentlich jeden Tag drin. Aber am Wochenende, wenn die Spiele jetzt wieder sind und wenn die jetzt anfangen, bin ich dabei. Trainingslager ist natürlich ein No-Go für Spielerfrauen und für Trainerfrauen. Deshalb war das jetzt für mich eine entspannte Phase. Ich habe jetzt 14 Tage lang, so wie heute auch, so entspannt. Und ab dem 5. Februar geht es dann jetzt wieder los. Was ist der Unterschied zwischen einer Spieler- und einer Trainer? Also ich denke mal, wenn alle arbeiten, ist gut. Da gibt es keinen Unterschied. Also ich arbeite, ich habe als Trainerfrau arbeite ich jetzt und als Spielerfrau habe ich auch gearbeitet. Für ihren Stefan nimmt Claudia das alles gerne auf sich. Und trotzdem will die Blondine auch ihre eigene Karriere nicht vernachlässigen. Ihren Dirndlladen in München führt sie weiter. Ihre Kreationen zeigt sie auch hier in Kitzbühel, am eigenen Körper. Ein Anblick, den Stefan leider nicht live miterleben darf. Aber das Wiedersehen lässt bestimmt nicht lange auf sich warten.